Für den Patiententransfer von einem Bett auf die Trage werden folgende Medizinprodukte eingesetzt. Trage, Rollboard. Ein wertschätzender Umgang, eine persönliche Begrüßung und eine genaue Erklärung der folgenden Maßnahmen sind für eine Vertrauensbildung zwischen Sanitäter und Patienten wichtig. Mit möglichst wenig Kraftaufwand soll Hilfe beim Aufstehen, Umsetzen, Umlagern etc. angeboten werden. Viele Tätigkeiten könnte der Patient selbst durchführen, er wird aber eventuell durch den Sanitäter in den Bewegungsabläufen eingeschränkt. Was der Patient eigenständig kann, soll von ihm auch eigenständig durchgeführt werden. Das Rollboard nimmt er gleich mit. Haben Sie Erfahrung im Umgang mit dem Rollboard? Ja. Dann erklären Sie Ihnen alle Maßnahmen. Darf ich Sie abdecken? Natürlich. Wie geht es Ihnen jetzt? Sehr gut. Die Rollboards gibt es in verschiedenen Größen. Sie bestehen aus einem festen Innenteil, welcher gepolstert und mit einem Rolltuch in Form eines Endlosschlauches überzogen ist. Der Transfer des Patienten ist möglich durch das nahezu reibungslose Umlaufen des Rolltuches um den festen Innenteil. Das Rollboard eignet sich besonders gut zum schonenden, schmerzfreien und reibungsarmen Umlagern eines liegenden Patienten auf eine Trage. In der Regel wird aus Sicherheitsgründen mit dem Rollboard zumindest zu zweit umgelagert. Bei der Anwendung wird der Patient leicht zur Seite gedreht. Circa ein Fünftel des Rollboards wird unter den Patienten gebracht. Nun wird der Patient in Transferrichtung geschoben. Dabei soll der Patient den Kopf anheben und die Arme am Körper anlegen. Zu beachten ist, dass niemals gegen die Schwerkraft gearbeitet werden soll und auf die richtige Arbeitshöhe zu achten ist. Nach dem Transfer ist das Rollboard zu entfernen.